Okay, es ist jetzt eine gute halbe Stunde vorbei und der Zwei-Komponentenkleber sollte jetzt schon gut durchgezogen sein. Das heißt, ich würde jetzt die Klemmen hier mal lösen. Mal schauen, ob das soweit hält. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, jetzt lässt sich hier schon mal die Sanduhr so ein klein wenig erahnen. Das heißt, wir können jetzt weitermachen, indem wir die zwei Pixblocks hier einbauen in das Gehäuse. Und jetzt sehen wir auch schon, warum wir diese Nasen hier abzwicken müssen. Sonst passt das Ganze hier nicht rein. Die eigentlichen Pixblocks einarbeite in das Gehäuse, werde ich mir jetzt nochmal den Deckel ein klein wenig überarbeiten, ein klein wenig anschauen. An dem hier müssen wir nichts machen, der ist für den oberen Pixblocks. Da muss einfach nur der Deckel eingesetzt werden und vielleicht noch ein klein wenig verklebt werden. Das lassen wir mal. Hier allerdings müssen wir noch ein klein wenig was tun. Wir sehen hier Batteriehalter für AAA-Batterien, die hier reinkommen. Es sind drei Stück. Das heißt, wir haben dann nachher ungefähr 4,5 Volt Betriebsspannung für das Ganze. Und was wir hier noch tun müssen, nachdem der 3D-Drucker ja leider kein Metall drucken kann, zumindest meiner nicht, seht ihr hier sind immer so Löcher unten drunter und oben, also so Kerben, sage ich mal. Und man kann jetzt einen ganz einfachen Draht nehmen und kann das hier um die Kerben rumwickeln, sodass man letztendlich die Batteriekontakte hat. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich mache das jetzt auch zum allerersten Mal. Was wir dazu nutzen können, ist hier so ein ganz normaler Draht, den es aus dem Baumarkt gibt. Wichtig dabei ist, dass ihr zuvor mal überprüft, ob der Draht denn überhaupt leitet. Da gibt es ja verschiedene Materialien oder Legierungen, die da auf so einem Draht drauf sind. Aber ja, ich habe es hier jetzt gerade mal an ein Multimeter rangehalten und da sieht man, naja, ja, das sollte doch funktionieren, dieser Draht. So, ich habe jetzt Folgendes, genau, ich habe jetzt, wie ihr seht, links unten einen Batteriekontakt, da wird dann Plus oder Minus rauskommen und hier oben eben das entsprechend andere. Das war es eigentlich schon mit der Batteriefachvorbereitung. Ich werde jetzt mal drei Batterien holen und dann testen wir mal die Spannung, die da anliegt. So, ich habe jetzt gerade mal ein paar Batterien eingesetzt, wie gesagt, dreimal AAA. Wichtig ist, dass man die Batterien in Serie einsetzt und wenn ich jetzt mal hier ein Messgerät an die Ausgänge halte, dann, oh, okay, ja, das sind ganz neue Batterien, also 4,95 Volt, das heißt, Stromversorgung sollte damit in Ordnung sein. Das funktioniert schon mal sehr gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich hier an die zwei Ausgänge entsprechend noch ein Kabel anlöten, welches wir dann nochmal mit diesen Krimpkontakten ausstatten, sodass wir das bei unserem ersten Pixblock, den wir ja haben, da haben wir ja hier diese Stromversorgung, dass wir die hier entsprechend einstecken können. Als Stromkabel verwende ich ein klein wenig ein dickeres Kabel als das Flachbandkabel. Das ist dieses hier, ich glaube 0,14 Quadratmillimeter Litzenstärke. Und ich nehme natürlich wieder die Engineer-Krimpzange. Thank you.
letztendlich sieht das Ganze dann so aus. Wir nehmen hier unten einmal den Minuspol ab, der drei Batterien in Serie, hier den Pluspol. Und haben jetzt hier an diesem Pin, lass uns das auch noch mal kurz überprüfen. Dort müssten wir jetzt... Ja, ihr seht es jetzt leider gerade nicht, aber ich habe es gesehen. Das passt soweit von der Spannungsversorgung. Ja, jetzt müssen wir hergehen, müssen an den PIX-Blocks hier, wie schon ein paar Mal erwähnt, hier oben diese Nasen abbrechen. Die sind entsprechend perforiert. Das heißt, hier können wir einfach mit einer Zange hergehen und können die entsprechend abbiegen. So, gut, jetzt können wir die Displays in das Gehäuse einfügen. Ich werde hier mal ein klein wenig rauszoomen. Ne, falsche Richtung. So, jetzt müssen wir auf die Orientierung achten. Dabei orientiere ich mich jetzt einfach mal an dem Bild, welches hier online auch zu sehen ist, auf der fab4u.de Webseite im Wiki. Wenn wir hier die Stellen abgebrochen haben, diese Nasen, müssen wir hier nochmal mit dem Messerchen ein klein bisschen drüber gehen, weil die nicht ganz sauber abbrechen. Sonst haben wir da Probleme, die Gehäuse hier ins Gehäuse reinzukriegen. So, letztendlich ist die Orientierung wie folgt: Der PIX-Block Nummer 1 kommt an diese Stelle hier und der PIX-Block 2, nachdem ich das Kabel mal wieder umgedreht habe, kommt dann an diese Stelle hier. Jetzt müssen wir den natürlich noch mal kurz ausstecken, weil wenn wir den ersten durch haben, dann würde ich das Kabel durch diese mittlere Kabelführung noch durchlegen wollen. Ich hoffe, das geht. Ja, das sieht doch nicht ganz verkehrt aus. Genau, da ist es durch. Jetzt würde ich auch den zweiten PIX-Block hier einfügen. Ja, das Kabel muss ich erst später durchmachen. Sonst kriege ich den Block ja nicht durch. Also erstmal den Block hier rein. Jetzt nochmal das Kabel hier durch. Das ist ganz schön knapp, aber es reicht. Und entsprechend hier unten einstecken. Ja, sieht jetzt folgendermaßen aus: Das ist der untere Block, das ist der obere. Wenn wir uns das mal von vorne anschauen, das sieht doch schon mal richtig genial aus. Gut, jetzt müssen die PIX-Blocks natürlich da drin auch noch mal irgendwie halten, sage ich mal. Das heißt also, ach so, ja, was man auch noch kurz zeigen kann, ist hier unten, ist ja dieser Neigungssensor, den wir vorher installiert haben auf der Platine. Wichtig ist, dass der auf dieser Längsachse verläuft. Das heißt, ihr hört es jetzt wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ob ich es gehört habe. Also er muss auslösen, wenn man die Sanduhr letztendlich auf den Kopf stellt. Er muss einmal Kontakt haben und einmal darf er keinen Kontakt haben. So erkennt dann letztendlich der Mikrocontroller, dass gedreht wurde an der Sanduhr und löst dann die entsprechende Aktion aus. Das ist noch ganz wichtig zu wissen. Damit die Sanduhr nicht permanent angeschaltet ist und entsprechend auch Strom verbraucht, werde ich noch ein zusätzliches Teil einbauen, welches in der
Baudokumentation so nicht erwähnt, das ist ein ganz normaler Schiebeschalter, hat hier unten drei Pole, entsprechend der Position vom Schalter werden die zwei Pole miteinander überbrückt oder die zwei Pole, das heißt je nachdem wo ich die Kabel anschließe, Eingang schließe ich hier an, Ausgang hier zum Beispiel, dann wäre jetzt aus und jetzt wäre angeschalten. Ganz einfache Logik. Wie kriegt man den hier am einfachsten rein? Es handelt sich ja um 3D-Druck und Plastik. Das heißt, ja, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich wieder die heiße Messermethode. Man hätte das natürlich auch gleich so designen können, habe ich aber nicht. Ich würde jetzt das Kabel hier mal durchstecken. Das passt ja schon mal. Ich mache das hier zu und würde das mal hier verbinden wollen. Und wie man sieht, sieht man erstmal nichts. Was auch okay ist, weil es ist noch nicht angeschaut. Nicht anmacht, kommt auch noch nichts. Was ja auch noch okay ist, es ist ja noch nichts programmiert. So, jetzt können wir das Ganze schon mal zumachen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Pixblocks selbst müssen noch in eine Position gebracht werden, in der sie dann auch so bleiben. Das heißt, ich würde jetzt hier auch einfach einen Heißleim nehmen und die an zwei, mindestens mal zwei oder drei Seiten würde ich die einfach festleimen. Heißleimpistole, Heißkleber ist jetzt heiß. Das heißt, ich würde jetzt hier die Pixblocks entsprechend einkleben. So, das wäre festgeklebt. Schaut von vorne schon mal ganz gut aus. Jetzt werde ich noch mit Tesa die Rückseiten hier befestigen. Und dann sollte mal vom Hardwareaufbau her das Thema erledigt sein. Ich wechsle jetzt kurz den Tisch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das ganze Ding hier vollends die Rückseiten verklebt sind, bezüglich der Programmierung. So, ich habe jetzt zwischenzeitlich mal den oberen Teil des Gehäuses hier schon mal zugemacht. Ich habe jetzt einfach mal drei Tesa-Streifen genommen. Das wird sicherlich noch nicht die finale Lösung sein, aber letztendlich es hält. Man kann es jetzt schon mal hier unten halten, der Klebstoff hält, das Fach hält, auch das Display sieht vorne richtig schön aus. Das passt schon mal. So, jetzt müssen wir noch den Mikrocontroller programmieren. Wie schon angesprochen, wir haben hier oben den ICSP-Stecker, ganz oben rechts. Und was wir hier noch dafür brauchen, ist natürlich ein entsprechender Programmer. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt hier Programmer für hunderte Euro kaufen. Man kann aber auch einfach den günstigsten und einfachsten Weg gehen und der schimpft sich USB-ASP. Das Teil, das sieht so aus, das ist einfach ein USB-Stecker mit einem langen Flachbandkabel dran und an der anderen Seite haben wir nämlich eben gerade den ICSP-Stecker, einmal den 10-poligen hier und dann gibt es meistens noch so einen Adapter bei oder kann man extra kaufen, der konvertiert dann den 10-poligen auf den 6-poligen Standardanschluss, den wir ja hier
auch in dem Gerät drin haben, den sechspoligen. Jetzt müssen wir hier einfach noch mal genauer nachgucken, wie denn die Polung hier ausschaut. Hier haben wir einen schönen Wandstecker, ich habe aber hier leider keinen schönen Stecker, sondern ich habe hier nur die Bezeichnung. Das heißt, ich muss noch mal das Pinout angucken von dem Wandstecker, um dann sagen zu können, wie wir das Kabel hier einstecken müssen. Die schönere Alternative, als jetzt online nach einem Pinout zu suchen, was ich gemacht habe und was so ein, ja, klein wenig schwierig sich darstellt, ist einfach zu schauen, wie sieht es denn eigentlich mit Ground aus, an welcher Stelle liegt denn Ground. Standard Multimeter auf Continuity Prüfung, dann gehe ich hier unten auf Ground und prüfe hier oben die Pins durch und stelle dann fest, es ist an der Seite, an der ich es nicht erwartet hätte, laut Pinout. Also bin ich wieder froh, dass ich das gemacht habe. Ground befindet sich von hier aus betrachtet, befindet sich Ground hier rechts oben an diesem Pin. Das heißt, links oben dürfte VCC sein. Auch das prüfe ich jetzt noch mal kurz. Okay, ich habe jetzt einfach mal hier oben kurz gemessen an dem Kondensator für den LED-Driver, der hängt hier unten auf Ground und die andere Seite, ging ich mal davon aus, ist Versorgungsspannung, wird ein Entkopplungskondensator sein für den LED-Driver. Da habe ich jetzt VCC nochmal überprüft, also das passt. Das heißt, ich stecke diesen Adapter so rum hier ein und kann jetzt die andere Seite einfach entsprechend ins Notebook stecken oder in den Computer einstecken per USB. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Rechner. So, ich bin jetzt hier wieder am Rechner, bin nochmal auf die fab4u.de Webseite gegangen und dann auf das Projekt Bits of Time. Ist ganz einfach von der Startseite fab4u.de, gibt es hier links unter Projekte nur das eine Projekt derzeit, Bits of Time. Draufklicken, dann erfahrt ihr nochmal einiges zum Aufbau. Und unter anderem gibt es hier auch den Punkt Software. Die Software selber wird vom Entwickler auf GitHub zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können über den Link GitHub abspringen und können uns jetzt hier zunächst mal die Software herunterladen. Das sind einige Dateien. Am einfachsten ist es, wenn ihr hier oben auf Clone or Download, Download Zip geht, dann wird die entsprechende Zip-Datei heruntergeladen. So, letztendlich, wenn man das ZIP-File dann entpackt, das man von GitHub heruntergeladen hat, sehen wir dann hier letztendlich nochmal die eigentlichen Dateien, die die Software darstellen von dem Ganzen. Es gibt sogar schon ein fertiges Hex-File, welches man flashen kann. Man kann das Ganze aber auch nochmal neu kompilieren in der Arduino-Software zum Beispiel. Oder man kann das Ganze natürlich auch machen, indem man das im Atmel Studio macht. Es gibt natürlich jetzt mehrere Wege, das umzusetzen. Ich werde jetzt an der Stelle einfach das Hex-File nehmen. Da das schon zur Verfügung steht, werde ich das flashen. Ich habe jetzt hier auf der Maschine kein Atmel Studio zur Verfügung. Das heißt, ich würde das nehmen. In der Fuses.txt-Datei sieht man dann auch nochmal die Einstellungen für den Atmel Tiny 84A. So, für uns relevant aus diesem ZIP-File ist also einmal die Hex-Datei, das stellt die eigentliche bereits kompilierte Firmware dar. Dann müssen wir uns nicht mit dem Atmel Studio rumschlagen und die eigentliche Software hier nochmal durchkompilieren. Und die Fuses ist wichtig, um entsprechend den Takt im Mikroprozessor einzuschalten. Was ihr unbedingt braucht, um jetzt die Daten auf den Mikrocontroller übertragen zu können, ihr braucht AVL Dude. Das ist eine Software, die ist cross-plattformfähig. Die gibt es für Windows, für Linux, für Mac. Lässt sich entweder separat herunterladen oder am einfachsten, wie ich es euch empfehlen würde, ladet euch die aktuelle Arduino-Software runter auf arduino.cc im Download-Bereich, installiert diese und dann kommt die nämlich automatisch mit der AVL Dude Software schon mit. Ich arbeite jetzt hier auf dem Mac, sollte für euch aber keinen Unterschied machen. Bei der Nutzung mit Linux ist es sowieso ähnlich und bei Windows müsst ihr einfach in einem anderen Pfad die Dateien suchen, nämlich unter C, Programme, Arduino. Ich an dieser Stelle, da ich auf dem Mac arbeite, läuft das natürlich über Applications. So.
Hier findet sich die AVR-Duge-Software, genau, das heißt, von hier aus kann ich die auch starten, AVR-Duge. Wichtig ist, eine Konfigurationsdatei anzugeben, die liegt in dem Fall hier ein Verzeichnis weiter unten. So, und dann müssen wir jetzt entsprechend noch die Befehle eintragen, um die Software zu übertragen. Was man vorher mal machen kann, ist mal ein genereller Zugriffstest zu machen, ob überhaupt soweit alles passt vom Anschluss her. Ich würde dafür den USB-ASP einmal ins Notebook einstecken und mit folgendem Befehl können wir jetzt mal den Zugriff testen. -C ist der Programmer, den wir nutzen. Wir nutzen den USB-ASP und wir möchten das mit einer etwas reduzierten Geschwindigkeit machen, weil wir nicht wissen, welchen Takt das Ding momentan fährt. Und mit einem -P müssen wir jetzt noch den Prozessortyp angeben. Da ich den momentan nicht kenne, trage ich mal 4x die X ein. Jetzt können wir hier an der Liste nämlich nachsehen, welchen wir brauchen. Wir brauchen den ADTiny84A T84 müssen wir dann eintragen. Also T84. Drücken Enter. So, und jetzt sehen wir hier schon Reading, das scheint erfolgreich gewesen zu sein. Wir konnten mit dem Mikrocontroller kommunizieren. Die Fuses sind auch in Ordnung, die konnte er auch auslesen. Somit scheint das schon mal perfekt zu funktionieren. Was wir jetzt tun müssen, ist nämlich zwei Dinge. Wir müssen einmal die Fuses aktualisieren und die eigentliche Software draufspielen. Um jetzt die Software draufzuspielen, mit dem würde ich jetzt mal beginnen, nutzen wir eigentlich denselben Befehl. Nur wir machen hinten noch weitere Befehle ran. Nämlich nehmen wir -U, Leerzeichen Flash, Doppelpunkt Write, Doppelpunkt. Und jetzt müssen wir den Pfad eintragen, wo wir das Ganze heruntergeladen haben. In meinem Fall Users, Downloads, Bits of Time, Master, bitsoftime.hex. So, nochmal ausführen. Jetzt hat er mir hier irgendwie den Parameter -p weggeworfen, -pt84. Ich führe das nochmal aus, dieses Mal mit dem richtigen Befehl. Und dann sehen wir jetzt, dass der Schreibzugriff erfolgt, also er hat den Chip jetzt leer gemacht und schreibt mit verminderter Geschwindigkeit, wenn wir den Takt momentan nicht sicher wissen, einfach auf Nummer sicher die Daten auf den IC. Das dauert so ein paar Sekunden. Jetzt liest er die Daten nochmal und vergleicht das Ganze, ob das Speichern auf den IC erfolgreich war. Wenn ja, dann bekommen wir eine Erfolgmeldung. So, verifying, Flash was verified, also somit konnte die Firmware erfolgreich geschrieben werden. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Fuse-Einstellungen. Dazu öffnen wir die Datei fuses.txt und schreiben uns die drei Werte einfach schnell raus, die wir hier drin sehen. So, jetzt müssen wir noch die Fuses setzen, damit das Timing auch entsprechend passt. Hierfür gehen wir jetzt einfach ran, nutzen denselben Befehl nochmal, allerdings anstelle dem Flash-Parameter hier hinten -u, dann beginnen wir mit der Low-Fuse, L-Fuse, Doppelpunkt, wir möchten sie schreiben und wir möchten sie mit dem Wert E2 beschreiben. Einmal der Befehl, der setzt die Low-Fuse entsprechend. Okay, wir können es hier auch schon in der Bestätigung sehen, E2 hat er übernommen. Jetzt setzen wir die High Fuse, also H Fuse, Doppelpunkt, B, Doppelpunkt, 0xDF. Die ist sogar schon gesetzt, die brauchen wir gar nicht setzen, sehe ich gerade. High Fuse steht schon auf DF und die Extended Fuse steht schon auf FF. Somit sollten wir fertig sein mit der Programmierung. Der Flash ist drauf und die Fuses sind gesetzt. Wir können das Gerät wieder ausstecken von unserem Computer und können jetzt endlich die Sanduhr. So, wir haben jetzt zwischenzeitlich die Software
und auch die Fuses programmiert. Jetzt ist es Zeit, das Gerät mal einzuschalten und in Aktion zu sehen. Ich schalte also hinten mal den Schalter an und wir sehen, da läuft doch tatsächlich schon die Sanduhr. Ich krieg's leider nicht ganz aufs Video drauf. Tropft langsam runter. Und der Clou ist, wenn man das Ganze dreht, dann fliegen die Sandkörner, die vorher in die eine Richtung gefallen sind, jetzt wieder in die andere Richtung. Also somit war unser Hardwarebau, die Programmierung, Fuses setzen, alles soweit erfolgreich. Und jetzt können wir das ganze Projekt nutzen. Im Inneren, wie gesagt, sind noch die drei Schalter. Damit könnte man die Zeit noch entsprechend einstellen, die hier pro Sandkorn vergehen muss, damit eins nach unten fällt. Momentan habe ich das Gehäuse einfach mit einem Tesafilm, der ja schon wieder abgeht, mittlerweile geschlossen. Ich habe mir da noch was Schöneres einfallen lassen, dass man da noch an die Schalter rankommt. Wahrscheinlich löte ich da nochmal Kabel an die internen Schalter an, die ich dann auf nochmal extra Schalter nach draußen führe, sodass man das von draußen auch steuern kann. Das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob man es auf YouTube auch sieht, nachher dieses Flackern, das kommt hier von den LEDs, das ist aber fürs menschliche Auge gar nicht zu sehen, also das scheint hier eine Interferenz zu sein mit der Videokamera, mit den Frames per Second. Kommt ursprünglich vom Multiplexing dieses LED-Drivers, der stört natürlich nicht alle LEDs gleichzeitig an, sondern schaltet von LED zu LED durch. Könnt ihr mal im Google Multiplexing eintragen oder in YouTube. Gibt sicherlich schon viele Tutorials. Wie gesagt, tritt jetzt hier nur bei der Kamera auf. Sieht ein bisschen extrem aus, aber in Wirklichkeit ist das quasi nicht zu erkennen. Also, letztendlich aber ein sehr, sehr tolles Projekt. Bits of Time, hergestellt von fab4u.de. Hier gibt es auch den Bausatz entsprechend zu kaufen. Da könnt ihr euch per E-Mail zum Beispiel an anfrage@fab4u.de melden. Oder ihr schaut einfach bei der nächsten Maker Faire vorbei, die sicherlich stattfindet, makerfaire.de. Vielleicht hat fab4u da auch wieder einen Stand. Und dann könnt ihr euch das Projekt auch direkt dort holen, beziehungsweise den Bausatz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Gerne wie immer einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, das Video Daumen runter, aber einen kurzen Kommentar, warum es euch nicht gefallen hat. Und ansonsten auch gerne ein Abo dalassen. Dann wird sicherlich noch weitere Projekte, nicht nur Bastelsätze geben, sondern auch eigene Projekte. Do it yourself, Electronics und eben mehr. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.